Hey Leute, willkommen zurück zum vorletzten Part von Let's Play Super Mario 3D World. Uns fehlen nur noch zwei Level und eigentlich mache ich ja immer drei Level pro Part, deswegen könnte man denken, dass das hier der letzte Part ist, aber nein. Ich werde in diesem Part nur ein einziges Level spielen, nämlich das hier, Weltblume 12, Bosse im fliegenden Wechsel. Und warum, das werden wir dann schon noch sehen. Aber jetzt erstmal zu diesem Level, das wir mit Rosalina machen dürfen. Wir haben jetzt hier fünf Boxen zur Wahl und wie ihr euch vielleicht schon am Titel Bosse im fliegenden Wechsel denken könnt, ist das hier nochmal ein Boss Rush Level. Wir müssen nochmal gegen alle Hauptbosse dieses Spiels kämpfen. Und als erstes haben wir es mit diesem Honk hier zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Hatte der überhaupt einen Namen? Naja, bestimmt einen Namen, aber ich weiß es jetzt nicht. Ist auch egal. Kommen wir zur Challenge von diesem Level. Ihr müsst mit Mario spielen, ihr dürft keine Power-Ups benutzen und es ist mal wieder ein Speedrun. Und zwar müsst ihr das Level schaffen mit noch mindestens 200 Sekunden Restzeit auf der Uhr und ihr dürft keine weiteren Uhren einsammeln. Hört sich jetzt im ersten Moment ziemlich leicht an, da man ja 500 Sekunden zur Verfügung hat, aber glaubt mir, dieses Level dauert ewig. Immer wenn wir einen Boss besiegt haben, kriegen wir eine Schlüsselmünze von ihm. Wir müssen also alle fünf besiegen, um weiterzukommen. Und jetzt kommt Punpun. Ja, und dieses Level dauert wirklich ewig. Als ich es das erste Mal gespielt habe, bin ich sogar gestorben, weil mir die Zeit ausgegangen ist. Also man braucht hier auch wirklich sehr, sehr lange für die Bosse. Und der Speedrun ist auch sehr, sehr schwierig, denn er bekommt 8 Sterne Schwierigkeit. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Okay. Den Kampf hier, den kann man aber ruhig unterschätzen gegen Punpun, weil sie kann immer noch nichts. So, her damit. Die in der Mitte mache ich als letzte. Warum, werdet ihr dann sehen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Und gleich nach Punpun kommt jetzt Bum Bum. So, Kaboom. Er hat auch nicht wirklich viel dazugelernt. Er macht immer noch genau dasselbe wie in seinem ersten Kampf. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie hier beim Boss Rush Modus nicht die verbesserten Versionen genommen haben von Bum Bum und Punpun. Denn gegen sie muss man ja zweimal kämpfen. Und der Kampf, den wir hier gerade machen, ist die erste Version des Kampfes. Und die zweite ist dann doch schwieriger. Aber gut, einen wirklichen Unterschied macht so oder so nicht. Und zack. Okay. So, wenn ihr übrigens genau aufgepasst habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass uns eigentlich noch 3 Bosse fehlen, obwohl hier nur noch 2 Boxen sind. Das passt aber alles so. Jetzt kommt der Kampf gegen... Ich kann mir nie merken, wie der heißt. Doch, Boss Karumpel heißt er, oder? Doch, ich glaube, Boss Karumpel heißt der gute Mann. Oder der gute Fels. Wohl eher. Sagt ihm das. Er ist ja wirklich ein recht cooler Bosskampf, finde ich. Auch seine Attacke, die er macht, wenn man ihn getroffen hat, wo er diese ganzen Lava-Klötze durch die Gegend haut. Und Kaboom! So, aber auch er ist kein wirkliches Problem. Für Katzen-Rosalina. Oh, richtig. Und von ihm kriegen wir auch den ersten Grünstern. Und von dem mittleren Boss kriegen wir, glaube ich, den zweiten Grünstern. Und den letzten kriegen wir auch noch. Und der mittlere ist ein besonderer. Er ist auch der schwierigste. Und zwar aus diesem Grund. Wir kämpfen nämlich gegen von Zischl. Aber nicht nur gegen Herrn von Zischl, sondern auch gegen Frau von Zischl. Und zwar gegen beide gleichzeitig. Und genau dieser Kampf hier ist auch bei der Challenge die Hauptschwierigkeit. Denn 200 Sekunden Restzeit ist wirklich relativ wenig, auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört. Aber ist es. Und um so viel Zeit übrig zu haben, müsst ihr diesen Boss schaffen, ohne die Teller zu benutzen. Also es ist quasi eine Mischung aus einer schon mal dagewesenen Challenge. Oh, jetzt habe ich die schlechtere Katzenglocke genommen. Denn bis ihr hier auf die Teller geklettert seid und sie dann erwischt, das dauert viel zu lang. Ihr müsst es schaffen, direkt nachdem sie rauskommen, sofort wieder auf sie drauf zu springen und sie sofort wieder zu treffen. Weil ihr seht ja, bis sie mal ihre Viecher da gerufen haben,
bis man dann auf sie draufgeklettert ist und dann auch noch ohne Katze auf sie draufjumpt, das dauert. Okay. Damit haben wir auch diesen Boss geschafft. Wir kriegen den zweiten Grünstern. So. Und fehlt da jetzt nicht noch einer? Richtig, es fehlt noch einer. Nämlich... Boss Blubario. Er ist nochmal der finale Kampf sozusagen, wenn man alle anderen geschafft hat. Und jetzt ist er rot. Davor war er, am Anfang war er glaube ich Silber, dann Gold und jetzt rot. Und auch er hat sich nochmal verbessert, weil seine Strahlen jetzt nochmal viel, viel weiter gehen und ich glaube auch ein bisschen schneller sind. Wow, mit der Katze kann man relativ gut aufräumen bei den Blobs. Cool. Okay. Ihr dürft übrigens auch die Doppelkirsche nicht benutzen, denn das ist ja... Oh fuck, ich wurde getroffen. Denn das ist ja ein Power-Up und ihr müsst ja ohne Power-Up spielen. Zack. Ja, und ihr seht wirklich, ich war eigentlich relativ schnell. Ich habe mir jetzt nicht megamäßig beeilt. Ist schon klar, aber ich war relativ schnell. Und habe nur noch knapp über 100 Sekunden übrig. Also, dass einem... Mann! Dass einem hier die Zeit ausgeht, ist wirklich relativ wahrscheinlich. Und ich stelle mich hier aber auch an gerade. So, Rosalina, jetzt geht mal ab mit eurer Drehattacke. Kaboom, kaboom, kaboom! So, aber den muss ich natürlich auch noch töten. Nein, komm her. Okay. Yay! Und der letzte Grünstern. Nice. Hier ist zum Glück nochmal Zeit, aber die dürft ihr natürlich nicht einsammeln, denn bei Speedruns dürft ihr ja niemals irgendwelche zusätzlichen Uhren einsammeln. Das solltet ihr auch langsam wissen. Okay. Damit haben wir Welt 1 bis 8, oder Welt 1 bis 6 besser gesagt, abgeschlossen. Welt Castle, Welt Bowser, Welt Stern, Welt Pilz und Welt Blume. Kommt da jetzt etwa nochmal was? 200 Sekunden am Ziel übrig gehabt. Wow, Lukas, nicht schlecht. Dann hast du tatsächlich eins. Ja, okay, er hat die Uhr eingesammelt. Haha. Er hat wahrscheinlich die Uhr eingesammelt. Mit 100 Sekunden zum Ziel zu kommen, ist sehr, sehr leicht. Aber mit 200 ohne Uhr ist schwierig. Nun steht dir die letzte Welt offen. Richtig. Denn dort an dieser einen Stelle, wo wir schon mal waren, da vorne nämlich, wenn man bis zu diesem Punkt jedes Mal die goldene Fadenstange hat, alle Grünsterne und alle Stempel, dann schaltet man diese Rakete frei. Und ich kann euch jetzt nochmal was auf der Karte zeigen, denn wenn man diese jetzt öffnet, sieht man ja die Level und man sieht auch, ob man die Grünsterne, die goldene Fadenstange und die Stempel gekriegt hat. Und man sieht außerdem ab jetzt auch, mit welchem Charakter man die Level abgeschlossen hat oder auch mit welchen Charakteren. Zum Beispiel hier in Welt 5.3 habe ich mit Luigi und mit Toad geschafft. Und was das zu bedeuten hat, das werde ich euch dann gleich noch sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal zur allerletzten Welt. Nämlich zu dieser. Weltkrone. Und diese Welt ist wunderschön. Sie ist zwar mega klein, aber hier auch wieder die Musik. Das ist die Musik von der Sternenwarte aus Super Mario Galaxy 1. Und sie passt einfach so wunderbar hier. Und dort, das ist das allerletzte Level. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Part, sondern in diesem Part machen wir noch den Rest, den es hier auf Weltkrone zu erledigen gibt. Und das ist noch einiges, ob man es glaubt oder nicht. Als erstes mal das Einfachste, nämlich das Stempelhaus. Und wenn ihr jetzt zählt, dann fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stempel. 8? Eigentlich müssten es 7 sein. Haben wir jetzt verzählt? Moment, ich schaue gleich nochmal. Oder, ja doch, es müssten 8 sein. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee, es sind 8. Es sind 8. Passt schon. Okay. Abgesehen von diesem letzten Level haben wir noch dieses Rätselhaus hier. Und noch ein Captain Toad Level. Und machen wir doch erstmal das. Kapitän Toads feuriges Finale. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Muss ich zugeben, es ist das mit Abstand schwierigste Captain Toad Level. Und das hat es in sich. Wir sehen, dass hier die ganze Zeit die Lava sinkt und steigt. Und zusätzlich sind hier noch diese Plattformen, wo man pusten muss. Die kommen dann später noch zum Einsatz. Hier müssen wir jetzt... Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich schon verloren. Jupp. Das war schon mal ein schlechtes Timing. Also ihr seht wirklich, da muss man
sehr, sehr gutes Timing-Gefühl haben. Ach, ich sollte mir eh erstmal den Grünstern da holen, fällt mir gerade so auf. Also wenn man hier auf den roten Plattformen steht, dann stirbt man nicht, denn die bewegen sich entsprechend der Höhe der Lava mit. Das sollte man immer im Gedächtnis behalten. So, und jetzt sofort runter und hier rüber rennen. Man hat hier wirklich wenig Zeit. So. Und zusätzlich nervt einen diese Feuerpiranha auch noch. Hey, what the fuck? Hat er mir jetzt mit dem Feuerball getroffen? Habe ich gar nicht gemerkt. So. Oh Gott. Diese Pusteplattformen, die steigen auch nicht von alleine an, wenn die Lava ansteigt, wie ihr seht, sondern wir müssen wirklich selber durch unser eigenes Pusten das hinkriegen. Und hier auch wieder beeilen und sofort pusten. Und hier jetzt die ganze Zeit pusten, damit die Plattform nicht in die Lava fällt. Geh runter. Das war knapp. Man kann auch die ganze Zeit pusten, um die Feuerpiranha daran zu hindern, zu attackieren. Geh runter, geh runter. Hallo? Plattform? Ah! Ah! Okay. Hier durchfallen, dann landen wir nämlich genau auf die Piranha-Pflanze und wir können uns den letzten Grünstern holen. Puh. Nicht einfach, echt nicht einfach. Wenn es auch solche mega schweren Level im neuen Spiel für Captain Toad gibt, dann bin ich da echt zufrieden damit. Das schwerste Toad-Level von allen, aber sowas von. So. Und dann fehlt uns abgesehen vom letzten Level nur noch das Rätselhaus. Und wenn man dorthin geht, dann kriegt man erstmal einen Schock, denn, passt auf, kaboom! Ich glaube, 30 Grünsterne gibt es hier. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und wir kriegen Mario. Okay. Und es ist auch... ja, es sind 30. Es ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Nicht nur, dass die Level an sich schon gar nicht mal so einfach sind, sondern man muss halt auch bedenken, wenn man bei Grünstern 29 ist und man verkackt, muss man nochmal von vorne anfangen. Ich hoffe, dass mir das so selten wie möglich passiert. Hoffe ich wirklich. Ich werde jetzt auch mal meine Katzenglocke nehmen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr zu dem Level noch eine besondere Challenge machen. Ich gebe euch keine, denn ihr wisst ja, es gibt nur Challenges zu Leveln, wo es am Ende eine Fahnenstange gibt. Und dieses Level hat am Ende keine Fahnenstange. Aber ihr könnt es gerne mal probieren. Obwohl, nee, das geht gar nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, mit Mario ohne Power-Ups. Aber das geht gar nicht. Denn ich glaube, jedes einzelne Rätsel in diesem Rätselhaus hatten wir schon einmal. So oder so ähnlich, aber es wurde ein bisschen erschwert. Und ihr könnt euch ja bestimmt noch daran erinnern, dass wir in einem Rätselhaus die Katzenglocke zwingend gebraucht haben. Und dementsprechend gibt es auch hier wieder ein paar Räume, wo wir die Katzenglocke brauchen werden. Deswegen geht's gar nicht ohne Power-Up. So, das ist jetzt das mit dem Ball. Aber das wurde erschwert, weil ich glaube, die Parapünktchen waren damals nicht da. Okay, hier müssen wir da hoch. Ach nee, das war ein Raum, der in... Das war ein Raum, der in einem Bonusraum war. Nämlich in der... in dem einen Level, wo die erste 9-Sterne-Challenge kam. Also das war nicht in einem Rätselhaus, sondern in einem... Rätsel... In einer Rätselbox. Und das hier, glaube ich... Oder? Doch, das auch. Das war in dem Level mit dem Boden. Ja, ja. Okay. Dann ist es also nicht immer so. Ja, und dieses Level war in dem... dieses Rätsel war in dem Level mit dem Schuh. Wo wir Mario Kart spielen durften. Bei der Challenge. Ach, diese ganzen Erinnerungen. So schön. Genau, und hier brauchen wir jetzt die Katze. Oh, hier wurde Peacewitch und Grünsternposition vertauscht. Das weiß ich noch. Damals war der Peacewitch links und der Grünstern rechts. Bin ich mir ziemlich sicher. So, hoch, 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 hoch. Okay, ist auch relativ eng. Noch nicht in die Box gehen.
erstmal hier Stampfattacke machen, denn dann kriegen wir noch eine Katzenglocke und das ist mir lieber als Blume. So, das ist schwierig. Da habe ich mir jetzt auch lieber Zeit gelassen. Man hat hier genug Zeit, man muss es halt nur überhaupt hinkriegen. Man darf sich nicht verwirren lassen und nicht hastig vorgehen, sonst verkackt man es erst recht. Okay, auch hier schnell hoch. Okay. So, was kommt denn jetzt noch alles? Sowas. Ja, da gehe ich einfach mit Drehsprung hoch. Ist mir jetzt sicherer, als da außen rum zu gehen und mich mit den Fussis rumärgern zu müssen. Oh nein. Komm bloß her, komm bloß her. Nein! Oh Gott, diese scheiß Hasen, ich hasse sie. Boah, war das knapp. Okay, das war auch gar nicht mal so leicht. Ich hätte fast verfehlt. Stirb. Das war auch in keinem Rätselhaus, sondern in irgendeiner Welt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ach, geh halt hoch jetzt. Ach du Scheiße. Das ist ohne Katze sehr, sehr schwierig, finde ich. Ohne Katze ist das richtig schwierig. Die Stage. Ja, da habe ich jetzt zu wenig Zeit dafür. Ich habe schon zu viel verkackt. Deswegen machen wir es einfach so. Ja, ohne Katze hätte ich an einigen Punkten dieses Levels ziemlich verschissen. Um Gottes Willen. Holy shit. Bitte lass mich jetzt nicht mehr sterben. Ich bin schon so weit gekommen. So, geh weg. Wirklich Nervenkitzel hier. Okay, hier als erstes mit der Bombe aufmachen. Und zack. Her damit. Es ist auch immer sehr, sehr knapp. Das muss man schon auch sagen. Okay, und fressen, 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 fressen. Und das ist jetzt so cool gleich. Man muss nämlich die Piranha-Pflanze selber auch noch töten. Ja, das ist echt fies. Erst benutzt man sie, um die Fussis zu fressen und dann tötet man sie. Das war auch in keinem Rätselhaus, sondern in einer Welt. In Welt Bowser 2, glaube ich. Oder Bowser 3 oder so. Nein. Das wird jetzt die Hölle. Na nee, ging eigentlich. Okay. Aber ohne Katze hätte ich ja auch mal wieder ziemlich verschissen. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ach du Scheiße. Okay. So. Aber ich kann mich erinnern, jetzt kommt die letzte ernstzunehmende Stage, denn die 30. ist geschenkt. So, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Bum bum, aber mit nur einem Leben. Wäre auch sonst ein bisschen arg fies. Okay, und die letzte Stage ist nur zum Chillen. Und dort kriegen wir auch nochmal den Stempel und werden mit Münzen voll eingedeckt und kriegen auch den letzten Grünstern. Okay. So. Damit haben wir das auch geschafft. Und wer traut sich beim letzten alle Münzen aufzusammeln? Naja, die kann man... Ach so, nee. Stimmt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Gebe ich dir recht. Okay. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt... Der Stern-Counter hört gar nicht mehr auf. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt... ist das allerletzte Level. Und das werden wir im nächsten Part machen. Und es gab ja bisher immer noch keine Challenge mit 10 Sterne Schwierigkeit, aber ich habe euch versprochen, dass noch eine kommen wird. Und im nächsten und finalen Part wird es soweit sein, wenn wir uns nämlich von Weltkrone Krone, der Weg der Champions, die Challenges anschauen werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein zum Finale, zum letzten Part von Let's Play Super Mario 3D World. Bis dann, Leute.